Ja, ich bin Erich Heite, wohne an der Wildtaufstrecke zwischen Decken und Hermesdorf. Wir haben heute Abend doch einen Bürgermeister hier. Und hätte man nicht das Motto, was wir jetzt in Gummersbach haben, gewählt und hätten diesen Mann gewählt, ginge es uns besser. Leider muss ich aufhören, ich muss jetzt weiter noch singen. Ein Bürgermeister haben wir hier. Wollten Sie ja zur Stellung nehmen? Hallo Bürgermeister. Mein Name ist Fritz Fechner. Ich bin circa 7 Kilometer vom Wildtal entfernt. Interessiere mich aber trotzdem über den Fortgang der Strecke, wie es weitergeht. Ich habe zwei Fragen. Mich würde mal interessieren, diese Schönbuchbahn beginnt, glaube ich, Bettenhausen oder Bettenhausen? Bettenhausen. Bis Zentrum Stuttgart. Wie? Bis Böblingen, bis in die Kreisstadt. Ich möchte trotzdem wissen, bis zum Zentrum Stuttgart, wie lange man da fährt, obwohl man umsteigen muss. Ich will das vergleichen, Richtung Köln. Und die zweite Frage ist, wie viele Kilometer das aussieht? Ja, bis Zentrum Stuttgart. Und die zweite Frage ist, gibt es Informationen, die Politiker, die hier sind, werden das wahrscheinlich wissen, wie hoch ist denn das Personenaufkommen, die in Wildtal täglich mit dem Bus fahren, um da auch mal einen Abgleich machen zu können? Als Sie gestartet sind, sprachen Sie von 2000 Personen, um das mal in Relation zu setzen. Das sind meine zwei Fragen. Bauer kann die erste Frage beantworten. Bei der zweiten müssten wir nochmal, wenn man Zahlen hat im Kopf, ansonsten würde ich sagen, ich glaube, ich habe. Ja, also nach Stuttgart hatte ich, glaube ich, eben auch schon mal gesagt, gibt es die S-Bahn, die S1, da sind wir 25 Minuten von Böblingen unterwegs. Und das ist natürlich schon etwas näher als jetzt von hier im Verknüpfungspunkt Ritterroth oder so nach Köln. Weil das sind etwa 25 Kilometer von Böblingen nach Stuttgart. Von Dettenhausen nach Böblingen? Von Dettenhausen nach Böblingen sind 17 Kilometer, so lang ist die Strecke. Die Fahrzeit ist relativ straff, genau, 20 Minuten circa. Auch das haben wir nur hingekriegt mit diesen spurtstarken Fahrzeugen und halt auch mit verschiedenen Maßnahmen der Erneuerung. Weil wir dann natürlich in einem Umlauf fahren können. Also das heißt, planerisch ein Fahrzeug fährt hin eine knappe halbe Stunde, steht ein paar Minuten, fährt wieder zurück. Sozusagen, dann schaffen sie das. Zusätzlich haben wir aber seit einigen Jahren sogar noch eine überschlagene Wende eingebaut. Also das heißt, es steht schon im Verspätungsfalle ein Zug abfahrbereit in Dettenhausen, um wieder nach Böblingen zu fahren. Auch das war eine Verbesserungsmaßnahme, die den Zweckverband Geld gekostet hat, die aber sicherlich gut investiertes Geld war. Wegen den Buszahlen. Ja, um Ihre Frage zu beantworten bezüglich des Busverkehres, das ist auch im Spiekermann-Gutachten zur Wildtalbahn natürlich mit untersucht worden. Und auf der Achse von Waldbrühl über Wiel nach Gummersbach sind täglich rund 2400 Fahrgäste unterwegs. Das heißt, und bei einer Einführung im Stundentakt von Waldbrühl nach Gummersbach wären es knapp 4000 Fahrgäste, also rund 1600 Neukunden, die dort wenn die Wildtalbahn eingerichtet würde, fahren würde. Und das, muss man sagen, ist eine sehr konservative Berechnung, die dort durchgeführt worden ist. Wir haben zum Beispiel bemängelt, dass man in dem Gutachten noch die alten statistischen Werte angenommen hat, dass wir in den nächsten Jahren 10% Bevölkerungsrückgang haben. Heute redet kein Mensch mehr von Bevölkerungsrückgang. Man sagt entweder gleich bleiben oder sogar hier in dem, man kann ja fast sagen, Speckgürtel von Köln, leichter Anstieg der Bevölkerung. Also das sind verschiedene Faktoren, wo man davon ausgehen kann, dass die Fahrgastanzahl auf der Wildtalbahn doch deutlich dann über 4000 Fahrgäste am Anfang liegen würde und möglicherweise hätte sie auch ein Potenzial, ich will jetzt nicht von 10.000 Fahrgästen gleich reden. 10.000 Fahrgäste, das ist eine Zahl, die wir auf der RB25, also in Richtung Köln, haben täglich.
um sich mal nur die Dimensionen vorzustellen, was da unten los ist. 10.000 Fahrgäste, da geht richtig die Post ab. Ne? Ja, wenn ich noch eine Hand, dann würden wir langsam auch ein bisschen mitziehen. Ja, vielleicht schließen wir mit diesen abschließenden drei kleinen Fragen die Fragerunde. Und zwar, da es ja hier im Wesentlichen um die Wiehltalbahn heute geht und ging, hätte ich jetzt nochmal drei kleine technische Fragen zum aktuellen Status hier auf der Strecke. Es gibt gerade hier in Denklingen, gibt es ein entgegen der Eisenbahnvorschriften gebaute Halle eines Anliegers. Dann hätte ich als zweites gerne gewusst, wie weit ist diese Erneuerung der Brücke in Denklingen, also ich meine jetzt die entsprechende Eisenbahnbrücke. Und was auch recht aktuell ist, ist, dass in Ostberghausen, das sozusagen am Anfang der Wiehltalbahn, gibt es derzeit eine bauliche Sperrung der Wiehltalbahn durch eine Brückenbaustelle der Deutschen Bahn. Jetzt wollte ich dazu auch mal fragen, wie lange diese Streckensperrung jetzt vorliegt, beziehungsweise wann die Wiehltalbahn dort wieder Zugang zum Deutschen Bahnnetz hat. Also Frage 1 war diese Halle, die hier irgendwie ganz eigenartig gebaut wurde und in den Gleisbereich reinragt. Dann Stand der Brücke in Denklingen und eben diese Streckensperrung, die zurzeit in Ostberghausen vorliegt. Also zu den Themen habe ich jetzt keine Zahlen. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Wann das da weitergeht, das wissen Sie auch nicht anscheinend. Oder haben Sie Zahlen also zu den drei Fragen? Genau. Ich hab also zu den drei Fragen kann ich vielleicht Folgendes sagen. Zu der Halle, die gebaut worden ist, natürlich mit einer Baugenehmigung, gar keine Frage, das ist kein illegaler Bau. Nur dummerweise hat man bei der Bauordnungsbehörde versäumt, die falsche Eisenbahn zu befragen, ob die Halle bebaut werden kann und ob man da was beachten muss. Man hat also die Deutsche Bahn gefragt und nicht die Rhein-Sieg-Eisenbahn, die also Infrastrukturbetreiber ist. Und dadurch ist eben ein Abstand missachtet worden, der jetzt dazu geführt hat, dass die Eisenbahnaufsicht an der Stelle gesagt hat, da fährt kein Zug dran vorbei, weil der Abstand nicht eingehalten worden ist. Das ist die Situation so, dass es zwei Verfahren gibt. Einmal gegen die Behörde, die die Baugenehmigung erteilt hat, vor dem Verwaltungsgericht in Köln. Da hat es bisher noch keine Verhandlung gegeben. Und ein Verfahren vor dem Landgericht in Bonn gegen den Bauherrn. Es gibt Anzeichen dafür, dass es in der nächsten Zeit dort zu einer Einigung kommt. Wie die genau aussehen wird, das vermag ich noch nicht zu sagen. Weil es ein doch sehr schwebendes Verfahren ist, kann ich da auch jetzt keine konkreten Auskünfte zu geben. Aber ich bin optimistisch, dass es in diesem Jahr zu einer Lösung kommt. Das kann ich schon sagen. Zu dem Thema der Brückenbaustelle hier in Denklingen. Das war ja nun ein Projekt, was den Förderkreis zur Rettung der Wiehltalbahn aufs Äußerste angespannt hat und angestrengt hat. Und nur durch sehr großzügige Spende aus dem Kreis der Mitglieder, aber auch aus der gesamten Bevölkerung. Wir haben aus ganz Deutschland Spenden erhalten, was uns überhaupt ermöglicht hat, dieses Projekt durchzuführen. Und was natürlich überhaupt nicht zu vergessen ist, die vielen tausend Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit, die dort aufgewendet worden sind. Also das war schon ein Projekt, was uns alle unwahrscheinlich in Anspruch genommen hat. Die Brücke ist im Grunde genommen fertig, bis auf Restarbeiten. Es gibt dann noch am Geländer was zu tun, aber im Grunde genommen, wenn die Witterung jetzt wieder besser wird, wird auch an diesen Restarbeiten weitergearbeitet und ich gehe davon aus, wenn das Problem mit der Halle gelöst ist, ist auch die Brücke soweit fertig, dass sie dann soweit befahrbar ist. Der dritte Punkt, Ostberghausen, das ist ein Projekt, was nun auch schon sehr lange angestanden hat. Da geht es um die Erneuerung der Aggerbrücke in Ostberghausen. Das ist auch schon vor Jahren von der DB Netz
bei der Rhein-Sieg-Eisenbahn angemeldet worden. Es wird ja dort in diesem Jahr eine längerfristige Sperrung der Gesamtstrecke geben. Und jetzt zur Baustelleneinrichtung dieser Brückenbaustelle ist eine Überfahrt geschaffen worden, auch über die Gleise der Lilltalbahn, dass die Gleise jetzt zurzeit überhaupt nicht benutzbar sind, ist Tatsache. Hätte man möglicherweise etwas anders machen können, ist aber jetzt nicht so, dass es jetzt ein gravierendes, sag jetzt mal, Problem darstellt, weil die Strecke sowieso in Ostern nicht befahrbar ist. Dann die gesamte Zeit der Sommerferien, von Juni bis September ist die Gesamtstrecke gesperrt. Und wenn die Baustelle dann abgeschlossen ist, der DB Netz in Ostberghausen, dann ist auch die Lilltalbahn wieder erreichbar. Das ist also alles eine temporäre Geschichte, die sich lösen wird. Ja, dann würde ich jetzt langsam auch zum Schluss kommen. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen, Herr Bauer, für die Antworten auf die vielen Fragen, die da noch gekommen sind. Auch bei Ihnen, Herr Mansell, für die, auch bei Ihnen für die fachliche Information, die mir da in der Seite fehlt nicht. Ja, wie gesagt, ich würde mir wünschen für die Zukunft, für die nächsten Wochen, Monate, dass wir wirklich schaffen, einen runden Tisch zu organisieren, dass wir Politik und alle Verantwortlichen für die Reaktivierung der Lilltalbahn nochmal an einen Tisch bekommen und reden darüber, was ich sehe es ja hier, was gewünscht ist auch. Denn ich denke, eine ÖPNV über die Schiene ist wirklich das, was diese Region hier voranbringen würde. Ich habe noch eine letzte Frage an Herrn Bauer. Was machen Sie mit den schönen Fahrzeugen, wenn Sie jetzt die nicht mehr brauchen? Ja, zum Beispiel. Ja. Mal gucken, was Sie bieten. Ja, genau. Vielleicht kriegen wir sie noch durch die Hauptuntersuchung, aber die sind wirklich sehr gut. Also da gibt es in der Tat auch Interessenten. Also wir haben beispielsweise noch die Wieslauftalbahn in der Nähe von Stuttgart. Da sind sehr alte NE81-Triebwagen unterwegs. Die könnten die beispielsweise brauchen. Hermann-Hesse-Bahn ist auch nicht unmöglich, es sei denn, die schließen sich so einem Vorhaben an, mit Wasserstoff zu fahren oder dann vielleicht doch mal die S-Bahn aus Weilerstadt direkt nach Calw zu verlängern. Also die werden uns abgenommen, weil es gibt nicht so viele Dieseltriebwagen auf dem Markt. Genau, der Markt ist leider relativ schwierig, das haben wir auch leidlich erfahren müssen. Deshalb müssen wir unsere Fahrzeuge auch jetzt neu entwickeln lassen, für so Nebenstrecken dann elektrifiziert. Und im Grunde schließt sich so mit der Kreis und auch vielleicht ein gutes Schlusswort von meiner Seite. Also wir sind damals mit diesen Triebwagen, waren wir Pionier, wir sind es jetzt wieder mit Elektrofahrzeugen, die wir jetzt entwickeln lassen, wo wir auch hoffen, dass sich andere Nebenbahnen dann anschließen, haben natürlich auch entsprechende vertragliche Verpflichtungen reingeschrieben. Sollte sich jemand diese Fahrzeuge von uns auch bauen lassen, dann wären wir auch dafür beteiligt. Also dann hätten wir auch einen Benefit davon. Genau. Gut, da kann man ja in Zukunft ja noch im Gespräch bleiben. Ich würde jetzt gerne noch zum Abschluss den Herrn Heb, er wurde eben angesprochen, ehemaliger Landrat des Kreises Böblingen. Vater der Schönbuchbahn. Eben kurz anderthalb Minuten zu Wort kommen lassen. Vielleicht einfach genießen, was dieser Mann sagt. Das könnte nicht einfach sein für uns. Dankeschön. Auch Nebenbahnen können sehr wohl attraktiv gemacht werden. Ja, Bahn- und Regio-Shuttles bekommen die einfach schon vom äußeren Ansehen und vom Tempo und einfach, das ist ein schöner Zug. Da kann man sich wohlfühlen. Öffentlicher Nahverkehr darf nicht arme Leuteverkehr sein, sondern sozusagen, es muss der Bürgermeister mitfahren und es muss der Prokurist oder Firma mitfahren, der nun wieder dann weiter mit der S-Bahn fährt und dann wieder mit der City weiterfährt. Und das ist jetzt tatsächlich so. Es ist sozusagen in mit dieser Bahn zu fahren. Und das hat gut den Erfolg geführt. Ende der 80er Jahre, als sich auf der Schönbuchbahn fast nichts mehr bewegte, gab es Vordenker, die eine Wiederaufnahme des Personenverkehrs für machbar hielten. Unterstützt von einem Landrat, der die Grenzen des Autoverkehrs erkannt hat. Die alltägliche Geduldsprobe vieler Autofahrer im Land. Auch zwischen Deckenhausen, Holzgerlingen und Böblingen heißt es zwischen 6 und 7 Uhr morgens mehr Stop als Go.
Ein Zustand, dem in absehbarer Zeit abgeholfen werden kann, durch Umsteigen auf die Schiene. Wir müssen dringend was machen, wer eigentlich gerade fürs Auto ist. Der muss sehen, dass die, die nicht zwingend das Auto benutzen müssen, dass die den öffentlichen Nahverkehr benutzen können, dann hilft nur das Autofahren wieder schön. Also wer ein richtiger Autofreund ist, muss auch ein Freund des öffentlichen Nahverkehrs sein. Der Landkreis Böblingen hat bei der Württembergischen Eisenbahngesellschaft